Dies ist ein Pappcontainer mit Folienbeschichtung von innen. Und naja, das Ganze ist ein merkwürdiges Video. Nämlich ein Getränk, das ich sehr gern trinke, ist nämlich das hier. Und das ist Kakao, könnte man das nennen. Also ein Getränk, das gut schmeckt. Und ich wollte mal kurz auf das kleine Detail hinweisen, weil ich es immer wieder falsch gehört habe. Aber erstmal auf was anderes, nämlich die Verpackung ist 100% recycelbar. Und aus 89% pflanzlichem Verpackungsmaterial. Und sie, wer auch immer das ist, arbeitet an 100%. Das ist sehr schön. Und sogar der Deckel wurde aus Pflanzen gemacht. Also, es ist ganz klar eine ökologisch bessere Sache. Sojamilch in solchen Einwegbehältnissen zu beziehen, als zum Beispiel konventionelle Milch in einem Mehrweg-Glasbehältnis zu beziehen. Denn diese Milch, die herkömmliche, ist ziemlich klimaschädlich. Unter anderem, weil die Rinder sehr viel Energie da aufnehmen müssen, um die Milch herzustellen. Sehr viel Methan ausgestoßen wird. Oft werden, wenn man jetzt nicht gerade die super tolle Biomilch kauft, wobei vielleicht sogar die, das weiß ich gar nicht so genau, oft werden Rinder mit Soja gefüttert, nämlich Soja aus dem Regenwald, weil der so schön billig ist. Sonst könnte man sich das ja gar nicht leisten, seine ganzen Rinder zu füttern mit teurem Soja aus Europa. Und der Soja hier, und das steht hier auch, wurde, es steht jetzt nicht wo, aber er wurde zumindest komplett nachhaltig angebaut und definitiv nicht im Regenwald. In den meisten Fällen, denke ich, ist der Soja direkt in der EU angebaut worden. Ich gehe also davon aus, dass der Klimafußabdruck, wenn wir hier so einen Begriff mal einführen wollten, von diesem Produkt hier viel, viel besser ist, als würde ich jetzt zum Beispiel den, was weiß ich, klassischen Bärenmarken Kakao mit Milch kaufen. Ja. Ein anderes Argument, das ich leider manchmal noch höre, ist, dass diese Getränke ja voller Chemie sind. Man sieht ja auch an den Zutaten, das ist natürlich klar, wenn man nur Soja nimmt und Kakao zusammenschüttet, also Kakaopulver, dann schmeckt das nicht so toll. Das ist natürlich klar, dass da deswegen ein paar Sachen reinkommen, damit es noch besser schmeckt. Was man nur bei dem Begriff Chemie beachten sollte, ist, dass herkömmliche Milch, herkömmlicher Kakao natürlich auch alles Chemie ist. Alles ist Chemie, der Tisch ist aus Chemie, die Verpackung ist aus Chemie, Menschen sind aus Chemie. Ich verstehe nicht den Sinn dahinter, dass man Dinge von der Natur chemisch zusammengemischt haben möchte, denn die Chemikalien am Ende sind die genau gleichen. Naja.